den Stinkefinger. Das ist nicht der Finger, mit dem wir immer popeln tun. Das ist der Finger, auch Zeigefinger genannt. Dieser Finger spaltet die Nation. Gut kopiert, bist du zufrieden? Bin top? Weil es mein Regisseur hat gesagt, ich bin top, ja? Aber das wisst ihr ja, dass ich top bin. Das ist halt ein Krampf im Finger, ich krieg den ja nicht mehr raus hier, ja? Wisst ihr, irgendwann halt mal hier zu Hause gesessen, hab mir die ganzen Videos von den bescheuerten Anrufen mit euch mal so angekickt. Weg war die Kamera. Und dann ist die Kamera weg, dann nehmen wir einfach die andere, guck mal, knie mich jetzt hin, hab mir die bescheuerten Videos von euren Telefonaten angekickt und hab gedacht, das reicht mir jetzt nicht mehr, um euch zu verarschen. Und dann bin ich auf die glorreiche, geniale Idee gekommen, in die Stadt zu fahren. Und das haben wir jetzt gemacht. Wollt ihr mal sehen? Ab geht er. Die Peter Nelly Show ist das Beste im deutschen Fernsehen. Die Show ist das beste Show im deutschen Fernsehen. Danke, Hamburg. Danke, Hamburg. So dressiert man Affen. Lass. Einfach jetzt mal hier. Pass auf, wir machen hier Aufnahmen für Diva. Kennst du Diva? Den Fernsehkanal? Ja, ich glaube. Ich weiß. Und wir müssen jetzt hier Diva, ja. Das ist der neue Fernsehkanal. Das ist auch Musikkanal. Und wir brauchen jetzt unbedingt eine Aufnahme, wie wir hier mal immer rumhüpfen. Können wir das machen? Einmal los. Das ist Diva. Los, einfach rumhüpfen. Los, einfach hier. Das? Ja, sehr gut, danke. Wissen Sie auch, was Sie da essen? Ja, das ist Spätzle, da sind da Käse drauf und noch ein bisschen Schinken. Und in Zeiten von Rinderpest, Schweinepest, Rinderwahnsinn, Würmer in den Fischen, salmonellenverseuchte Eier, einfach kein schlechtes Gewissen? Nein, kein schlechtes Gewissen. In Ruanda hungern heute zum Beispiel Kinder, auch kein schlechtes Gewissen? Auch kein schlechtes Gewissen. Sie sehen glückliche Menschen in Hamburg? Herr Seehofer hat beschlossen, dass das Klimaterium für Frauen in Hamburg nicht gebaut werden soll. Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht, was das ist. Klimaterium für Frauen ist für ältere Frauen, die als Trümmerfrauen zu viel gearbeitet haben, dadurch sehr viel schwitzen. Und was ist, ja, ich weiß aber nicht, was das genau ist. Ja, und da hat er jetzt gesagt, die sind so und so alt und da muss das nicht gebaut werden. Das ist natürlich Quatsch. Sollte auf dem Heiligen Geistfeld gebaut werden. Sie als Frau jetzt einfach mal, sind Sie böse darüber? Ja, sicher. Waren Sie schon mal Trümmerfrau? Nein, aber wenn es den Frauen hilft, muss sie dann... Wären Sie dann bereit, wenn zum Beispiel Hamburg in Trümmern liegen würde, als Trümmerfrau zu arbeiten? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich meine, das kann man so nicht sagen. Aber... Also auf Deutsch, es könnte auch Sie betreffen, wenn es dann das Klimaterium nicht gebaut wird, wenn Sie dann mal Trümmerfrau waren? Ja, sicher. Ich meine, das sind Antworten, die die Welt bewegen. Dankeschön. Prost. Wir haben den gar nicht probiert. Ist nur so. Darf ich mal abbeißen? Ne? Kann ich... Ja, dann kann man ja sehen. Das zählt mir nicht. Wie soll ich sagen? Heiß ist es. Ne? Kalt? Stück rote. Das ist zum ersten Mal. Wenn man davon absieht, dass es ja diese Rinderpest-Sachen da aus... sind keine englischen Beefs hier, ja? Nee, nee. Echt Stuttgarter Wurst. Schmeckt. Also schmeckt einfach. Einfach klasse. Also für... Mal ein bisschen probieren. Das Stuttgarter Brot. Einfach jetzt auch mal ein bisschen Senf auf dem Finger vielleicht hier. Ja, nur mal den Rest selber. Das ist der absolute Selbstversuch, den ich jetzt hier mache. Also ich muss schon sagen, Stuttgart hat was. Gell? Hier kommen wir auch nochmal hin. Einfach jetzt mal rüber, vielleicht noch frischen. Ja, meine Oma, ich habe keine mehr. Eine Frau, die keine Oma mehr hat, tragisch. Oder Ex-Ehemann vielleicht, Ex-Ehemann. Ja, den habe ich. Einfach hier in die Kamera. Ich grüße Axel. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön. Für Frauen wird nicht gebaut. Was sagen Sie dazu? Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Klimaterium, was ist denn das? Wenn Sie, Sie wissen überhaupt nicht, was Klimaterium ist. Das ist ja ein ganz schweres Wort. Könnten Sie jetzt vielleicht rein spontan einfach mal versuchen, es zu buchstabieren? Oh Gott, Klimaterium. K-L-I-M-A-T-E-R-I-U-M. Und auch das soll nicht gebaut werden. Einfach jetzt hier? Doch, oh bitte. Bitte, bitte eine ganze kurze Frage. Eine kurze Frage. Deine Chance. Jetzt verlegt nicht mehr, ja? Also er wollte, er hätte gleich zum Anfang ja sagen müssen, ja?
der Meinung, nicht wahr, dass diese Partei, wenn sie zugelassen ist, dann auch das Recht hat, nicht wahr, in den Gremien mitzumischen. Und 20% ist eine erhebliche Zahl. Und das wird sich ja jetzt zeigen bei den Koalitionsverhandlungen, wer mit wem geht und ob man gegebenenfalls die PDS entsprechend ausgrenzt. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man sie ausgrenzen sollte. Man muss mit ihr leben und man muss mit ihr sprechen. Und da wird man wahrscheinlich auch ein Stückchen näher miteinander leben können. Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön. Augenblick jetzt noch einen Augenblick stehen bleiben. Nicht, dass es wieder heißt, ja, der Mann hat nur geredet, auch die Frau darf eine eigene Meinung haben. Ich habe mich da ganz raus. Typisch deutsche Frau, die sich daraus hält, wenn der Mann über Politik redet. Wer wird dann Weltmeister? Können Sie sich dazu äußern? Hoffentlich Deutschland. Wie haben Sie die Abseitsregelung im Spiel USA gegen Kolumbien? Haben Sie da die? Nicht gesehen, weiß ich nicht. Haben Sie nicht gesehen? Menschen, die Fragen wiederum nicht beantworten können. Dankeschön. Einfach Dankeschön. Jetzt kommt jetzt aus der Rubrik der typische Deutsche. Machen wir erstmal eine richtig kleine Reportage. Darf ich Sie was fragen? Och ja, bitteschön. Einfach jetzt hier in die Kamera. Das ist die Kamera, das ist das Rotlicht. Einfach jetzt mal winken. Oma grüßen? Nee, meine Mutter. Ja, sag einfach mal. Ich grüße meine Eltern aus Lauenburg. Eltern war Hinner aus Lauenburg, ja? Sag tschüss, danke. Tschüss. Typisch Deutsch. Die interviewen? Ja. Ja, meine Freundin. Nee, die nicht. Oder doch, wa? Einfach jetzt, Peter steht in der Mitte, ja, kommt mal her. Jetzt aus der Rubrik, wie reißt Peter Bräute auf? Seht ihr jetzt die, wer will zuerst? Sie. Was soll ich denn sagen? Ja, egal, sagen musst du nicht, viel sprech einfach. Um was handelt sich das? Das ist eine Reportage, die du frei kreativ beleben kannst. Für was? Ja, was soll ich Ihnen denn sagen? Mit dem sollst du das sagen. Ja, was denn? Was wollen Sie denn wissen? Was wollen wir wissen? Nichts zu sagen. Was denn? Einfach mal Danke Deutschland zu sagen, zum Beispiel für das schöne Wetter hier. Ja, danke Deutschland. Ja, das ist Aussage genug. Danke. Weil die Hang zum Zweitbuch ist bei mir auch unheimlich weit ausgeprägt. Das war ein geiler Gag in der Show. Hast du den Gag gesehen? Ja. Gib mir einfach. Der war nicht, Alter. Der war nicht von dir, der Gag. Der war von dem anderen. Ja, ja, du, aber ich. Da kannst du sehen, guck mal, du als Zuschauer, ja, du bringst ein Gag, den verwendig im Alltagsleben, ja, macht mich noch erfolgreicher bei Frauen, ist unheimlich irre, sag ich euch, ja. Du, ist auch diese ganzen Blind Dates treffen, die ich mache, ja, sind mal so Revue passieren, das ist anstrengend, also rein auch körperlich. Du musst ja immer geben, du musst immer alles geben, weil du musst immer gut sein, du hast einen Ruf zu verteidigen. Im Hintergrund hört ihr irgendwo eine Alarmanlage, wird wahrscheinlich gerade geklaut, vielleicht können wir ja den Dieb treffen. Ich meine, wir machen jetzt hier einfach mal so ein Producer-Interview. Wie ist das einfach jetzt so? Wie ist Peter privat jetzt? Einfach mal Peter privat ist eigentlich genauso, wie er auch im Fernsehen ist. Also es gibt da eigentlich keinen richtigen Unterschied. Und das ist, glaube ich, das Gute an ihm. Also dieses Ehrliche halt, ne? Dieses direkt, wo man einfach sieht, der ist so, wie er ist. Und der spielt uns keinen vor, sondern Peter, ne? Also, ich kann nichts dazu sagen. Ehrlich privat ist wie ehrlich im Fernsehen. So, was kommt denn rüber hier? Den ersten Schwachkopf haben wir wirklich da. Mein Gott, ich sehe so klasse heute wieder aus, ja? Mein Biorhythmus ist diesmal wieder ganz oben. Hallo Anrufer. Anrufer hat sich nicht getraut. Anrufer hat aufgelegt. Anrufer war mental nicht so drauf. Hat er gleich gewusst, ruft er mich an, hat er eine rhetorische Niederlage. Ihr werdet heute richtig rhetorisch fertig gemacht, irgendwie fertig gemacht. Ja, ich habe ihn heute eingeladen. Hier neben mir sitzt er schon gerade, wenn ihr mal sehen könnt. Also er musste nochmal auf Toilette. Fernsehen ist ja eine aufregende Sache. Das ist der Mann, der immer bei sich zu Hause Pressekonferenzen gibt, wo ich also schon 18 Mal versucht habe, auf der Gästeliste zu kommen, noch nie geschafft habe. Er lässt dann nur die internationalen Fernsehteams, CNN und ITT und, ja, Gaga TV ist noch nicht so doll, ja. Aber den habe ich heute eingeladen, Mensch, ich ruder hier rum, die Kamera ist ausgefallen, oder, nee, die ist hier doch, ich ruder hier echt rum, weil ich habe den Namen vergessen. Kann mir jemand mal den Namen von denen sagen, der ist ein ganz international bekannter, der ist also... Wie heißt denn der? Ritchie. Ritchie, genau, das ist nämlich...
Der ist nämlich der Herzog, der Herzog für Arme, der nun leider nicht geworden ist damals, ist natürlich auch traurig. Haben wir einen Anrufer? Dann brauche ich hier nicht so viel Monolog halten. Hallo. Hallo, Peter. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ist so besser? Noch ein Tick. Noch ein Tick lauter? Hey, jetzt bist du ganz klar zu verstehen und kannst du ja versuchen, dich mit mir zu messen. Wie geht's dir? Achso, mein Name, Sebastian. Hallo, Sebastian. Dein Thema. Was? Dein Thema. Mein Thema? Ey, sag mal jetzt so von Mann zu Mann, klatscht heute? Ja, Schniege, mal ein bisschen was anderes, ne? So eine beige Hose. Du hast unheimlich viel Platz, kannst also unheimlich eingreifen, ja? Ja, ein bisschen für Billard üben, ne? Guck mal, wisst ihr, ich hab ja jetzt so einen Blitz, der richtig von dir richtig auf. Sebastian? Das hat funktioniert, ich hab den Blitz und der ist rausgeflogen. Wisst ihr, Kinder, ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, es ist ganz schön anstrengend, so Fernsehstar zu sein, in der Mönckebergstraße zu stehen und immer erkannt zu werden, ja? Und dann die ganzen schleimigen Groupie-Fans, ja, die dann auf den Boden krauchen. Peter, nimm mich zur Freundin, ja. Aber es ist scheiße, sag ich euch. Es ist scheiße, es ist auch anstrengend. Hallo, Anrufer. Ja, Peter. Dein Thema. Du, pass mal auf, ich möchte dir mal was sagen. Ich möchte mal nochmal deinen Finger sehen, deinen heftigen Finger. Ich hab fünf. Kannst du dir einen aussuchen? Den du vorhin gezeigt hast. Wollen wir gleich ein Intelligenzspiel machen? Ja, mach mal. Merk dir mal einen Finger. Ja. Mischen? Welcher war's? Hat dich überfordert, das Intelligenzspiel. Alles klar, Alter. Versuchen wir nächste Mal einfach nochmal, ja? Bereitest du dich darauf vor, dass du bei Peter mehr als 5 rechnen musst, ja? Ist irre so. Oder Handkamera finde ich klasse. Mal sehen, ob dieser Kameramann jetzt... André? Bist du schon wieder dran? Nee, ich bin André, der von gestern, weißt du? Hallo André! Der André von der anderen Seite, der von gestern. Kannst du mich noch sehen? Nö, ja, es geht, ne? Bisschen verschwommen siehst du aus. Ey, sag mal, jetzt so einfach so von Mann zu Mann? Da soll mal ein T-Shirt auch her, was steht denn da drauf? Da steht ein B drauf, ein ganz großes, das heißt beknackt. Ach so. So wie du. Ich spinn doch nicht. Du bist doch beknackt. Ja, du bist bekackt. Ey, Wahnsinn, der Konter! Also beknackt und behackt! Nee, wie war das? Das war ein Wortspiel, habe ich selber nicht getroffen. Oh, bin ich gut drauf. Motiviert. Geil aussehend. Natürlich. Einfach nur klasse. Da bin ich. Dein Thema. Ja, bisschen geiler, ne? Nächstes Thema. Ja. Ey, hast du schon mal meine klasse Frauen gesehen? Nee, zeig mal her. Ja, die sind ja so... Ey, steck mal weg, ey. Das ist ja schlimmer wie Libra. Ey, bleib mir weg mit dem Scheiß. Ich möchte jetzt auch mal ganz ehrlich mal in die Kamera einfach auch mal meine... Ey, darf ich mal ganz kurz? Ja, mach. Meine persönliche Betroffenheit. Ja. Ist ja mal wieder ein großer Österreicher gestorben. Aha. Quasi auf eigene Hand. Mit so einem Strick, ja. Jack ist tot. Kennst du Jack? Ja, sicher. Unterweger war mein Bruder. Und hast du auch schon so diesen Beamtentrieb? Ja, wenn ich dich sehe. Ey, stehst du mehr auf Männer? Wahrscheinlich war sein Problem, dass er ihn noch nie stand. Hallo? Oh, tiefe Sonore, männlich, Hormone. Hallo, Peter. Stimme. Dein Thema. Mein Thema. Peter, du siehst heute wieder oberhässlich aus. Und die Show ist so niveaulos wieder heute. Das gibt's gar nicht. Findest du? Jo. Du, ich find ja, das ist ein Los, was euch alle trifft. Was? Wisst ihr, warum die Show... Wie heißt das schwere Wort? Niveaulos. Kannst du das mal buchstabieren? Nein, versuch du mal. Siehst du, ich sag ja, niveaulos und einfallslos und naja. Aber bei mir lernst du zum Beispiel Sachen, die du sonst vielleicht nie erfahren würdest in deinem Leben. Peter? Ja? Zieh dich wenigstens diese Woche mal für mich auf. Also du darfst heute bestimmt mit was ich anfangen soll. Was? Mit was soll ich denn anfangen? Ja, such's dir aus. Aber langsam. Komm ich jetzt aus dieser scheiß Nummer raus? Kann mir das beinahe sein? Kann man das hier einfach ausziehen und dann habe ich die Unterhose. Ich weiß ja nicht, ob ich eine Unterhose anhabe und wenn ich ihn anhabe, dann ist das bestimmt eine alte, die ich schon lange anhabe. Ich kenne mich ja da, ich bin da nicht so wie andere Männer. Peter, hast du Haare auf den Schultern? Es gibt ja sogar Männer, die waschen sich täglich. Peter, hast du Haare auf den Schultern? Du, aber nee, hier zwischen. Jetzt ist die Kamera leider weggegangen davon. Guck mal, einfach jetzt wiedersehen. Warum habe ich mich Warum zeige ich nicht mal Hamburg einfach, wie ich gebaut bin? Hallo? Hallo, Peter?
später. Wegen dem ganzen Neid, ich kenne das. Ich hab das schon mal hab ich auf der Mönckebergstraße mein Ding gezeigt, du hör auf. Au. Was ist hier eigentlich mit Handkamera? Handkamera ist geil. Ja, ist ja keine Handkamera, das ist ein... Ja, das ist ja die Scheiße, aber Handkamera ist geil. Wie findest du mich heute? Sieht geil aus, mal was anderes, beige und so. Ey, sag mal, hier ist du beknackt aus Anspittel. Was hältst du von Maradona, von wegen... Ey, Maradona, ja? Diesen scheiß Dopingskandal. Ey, pass mal auf, das ist erstmal ja kein Dopingskandal, ja? Ja, ich meine, das ist jeden... Halt jetzt mal deinen Mund, ich bin derjenige, den du drehen kann, ja? Okay, okay, ich wollte nur ein Thema mitbringen. Ja, du hast ein Thema gebracht. Guck mal, ich bin auch vorbereitet, ja? Ja, das merke ich. Ich also, hab mich jetzt... Ja? Maradona, das ist tragisch. Da versucht ein junger, dicker Argentinier, seine Kokaindrogensucht zu bekämpfen mit Adrenalintabletten. Und dann wird er erwischt und der wollte weg von seinem harten Stoff und ist auf weichen Stoff umgestiegen. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Stimmt alles, was ist. Siehst du doch so? Ja. Und das sah ja auch ja nicht mehr so ästhetisch aus. Der war ja nicht mehr so geschmeidig wie früher. Ja. Er hat zwar noch ein bisschen rumgerannt, ein bisschen gespielt, aber nicht mehr so wie... Ja, du musst ehrlich sagen, er hat Scheiße gebaut. Ehrlich ist immer gut. Aber was sagst du Deutschland? Zu Deutschland? Also jetzt mal, das ist doch ergriffen wie... Also, ey, die werden Weltmeister. So wie die spielen, werden die Weltmeister. Ja, wie die, gut, diese Südkorea von den Deutschen fertig gemacht worden sind, ja? Also, das war ja... Kannst du mir noch folgen? Ja, leicht national, aber ich meine, ich weiß ja, dass du links bist. Gut, dass Effenberg den Finger gezeigt hat, nicht Klinsmann, dann hätten wir jetzt die nächsten Tore nicht mehr, die noch folgen. Meinst du, da folgen noch ein paar Tore? Ey, weißt du, was ich jetzt festgestellt habe? Was? Du warst der erste intelligente Anrufer, mit dem es mir ein klein bisschen Spaß gemacht hat, ein klein bisschen. Ich sag doch, ich bin der Beknackte aus Eimsbüttel. Okay, dann darfst du jetzt Moment, einmal Moment, ganz laut sagen. Der Beknackte aus Eimsbüttel. Das sollst du sagen, ja, das! Ach so, Blitz! Ein Mann, ein Wort und schon war er fort. Das war Poesie. An dieser Stelle, wie immer... Ja, hallo, hier ist Josephine. Augenblick bitte. Jesse musste verstehen. Du musst jetzt noch 2 Minuten warten, ja? Okay. Was kann ich für dich denn tun? Oh, ich weiß es nicht. Du bist toll. Weißt du, dass zum ersten Mal, dass ich deine Sendung jetzt sehe. Aber ich finde es ganz toll. Ey, also ich hab... Deine Stimme ist auch toll. Jetzt. Danke. Also, wie hältst du denn deine Nerven eigentlich, wenn die so Idioten anrufen? Meine Nerven sind? Ja. Also seitdem ich diese Sendung mache, habe ich zum Beispiel Frauen überhaupt nicht mehr. Oh. Und ich kann jetzt auch richtig mit Frauen umgehen. Du, ich bin auch schon mal nett gewesen. Oh, toll. Wann bist du denn immer zu sehen? Ich möchte mal wissen. Jeden Donnerstag. Nur jeden Donnerstag, schade. Jeden Donnerstag hast du sehr gut gesagt, dass du dich jetzt noch 20 Minuten mit mir unterhalten kannst. Ich wollte diesen Catcher so und so nicht haben. Der ist mir aufgedrängt worden, ja? Du bist toll, mach mal weiter so, ja? Ich bin toller Mann? Ja, super. Hast du einen Freund? Nein. Warum hast du jetzt gelogen? Ich hab keinen. Du hast keinen Freund? Nein. Kannst du dir so einen Kerl wie mir vorstellen? Doch, warum nicht? Also, wieso musstest du da jetzt 2 Sekunden überlegen? Kommt das nicht spontan einfach so rein aus dem körperlichen Gefühl? Nein, früher war das, aber jetzt gibt's nicht mehr bei mir. Also, ich bin eine Abenteuerfrau. Also, du bist schon 45 und hast den Zenit überschritten? Bitte, ich verstehe dich ganz schlecht. Du verstehst mich ganz schlecht? Ja. Kannst du mich auch ganz schlecht sehen? Ja, jetzt verstehe ich dich super. Jetzt kann ich dich toll sehen. Guck mal, aber alles für dich hier. Danke. Ey, Mädchen. Ja? Du warst so nett. Aber die Sendung hat einen Rhythmus. Und der Rhythmus heißt... Alright, bye-bye. Ciao. Ma bene. Mua. Jesse, mach deinen Text nach. Hätte den Jesse nicht mit dir weiterflappen können. Mann. Hamburg schwitzt unter dem Sommer 94. Alles hängt träge in der Gegend rum und wartet auf Kühlung. Gearbeitet wird nix. Nur euer JC Kuddelsen hat auch diese Woche wieder schwer geaggert und legt nun wieder sein pfiffiges Produkt dieser Anstrengung vor. Den aktuellen Hamburger Dachschadensbericht. Was hat diese Welt gegen Hamburger? Nachdem vor einigen Jahren schon der Hamburger Torhüter Uli Stein
vorzeitig von einer WM nach Hause geschickt wurde, nur weil er einmal die Wahrheit gesagt hatte, traf es schon wieder einen Sohn unserer Stadt. Der inzwischen zum widerlichen, Kleinwadenbeißer mutierte ehemalige Terrier Bertie Vogts will unseren Effe nicht mehr in der Nationalelf lassen, solange der Trainer ist. Nee, will er nicht. Und das, weil unser aller Effe einer dusseligen Horde von Knallköpfen das zeigte, was sie zu sehen verdienen. Den ausgestreckten Mittelfinger nämlich. Also Thomas, nicht tragisch nehmen. Du hast wohlgetan. Denn wenn Leute allen Jahresurlaub und jede Menge Knete lassen, einfach ausgeben, um sich schlecht eingespielte Fußballteams bei der lausigen Ausübung dessen, was sie Pflicht nennen, anzugucken, während sie in den Stadien selber langsam gar kochen. Und wenn diese Deppen dann auch noch pfeifen, doch, dann sollte man ihnen den Mittelfinger nicht nur zeigen, sondern ihnen, du weißt schon, wohin stecken. Und außerdem, Uli Stein ist schließlich noch immer der beste Torwart der Liga, außer natürlich Klaus Tomforde. Andere Sportart, Turmspringen. Das macht man nicht von der Süderelbbrücke wie neulich drei Deppen, von denen der eine dafür auch glatt mit seinem Leben bezahlte. Und schon gar nicht in die Elbe, da ficken Fische drin. Außerdem ist die Olympiade erst in 2 Jahren. Anderes Thema. Berufspolitiker im Ramburger Rathaus. Und Diäten. Ihr habt die Diskussion ja verfolgt. Na? Und ist eigentlich schon mal jemand von euch auf den Gedanken gekommen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Bestechlichkeit der Politiker zu bekämpfen? Ja, die Lösung ist, zahlt den Leuten ein anständiges Gehalt. Der Parlamentarier braucht mehr Geld. Wer 350.000 deutsche Märker im Monat verdient, ist nicht so leicht zu bestechen. Ein Bundeskanzler müsste natürlich mehr verdienen, so 1 Milliarde ungefähr. Unser Bürgermeister müsste so schätzungsweise 1 Million im Monat kriegen. Was könnte der damit nicht alles machen? Unser Bürgermeister mit 1 Million. Er könnte so viel essen, dass er echte Kanzlerstatur gewänne. Und dann wäre er Kanzler und würde 1 Milliarde verdienen. Und dann könnte er noch viel mehr für uns Hamburger machen, ja. Er könnte uns einen neuen Flughafen, den Transrapid und 3 neue Müllverbrennungsanlagen auf einmal einfach schenken. Dem FC St. Pauli könnte er den Effenberg schenken. Er könnte sich irre hochhackige Schuhe kaufen, damit er ohne Leitern Blaubeeren pflücken kann. Und all das kann er eben deshalb nicht machen, weil ihr Hamburger, weil ihr kurzsichtig und geizig seid, jawohl. So sieht's aus. Und warum seid ihr so? Auch hier gibt euch JC Kuddelsen die Antwort. Gefunden wurde diese tiefe Einsicht in das Innere unserer Art bei Voltaire. Die einzige Möglichkeit, das Prinzip der mathematischen Unendlichkeit zu begreifen, liegt in der Betrachtung der menschlichen Dummheit. Und um diesem Zustand abzuhelfen, müssen Lehrer jetzt wöchentlich 1 Stunde nachsitzen. Tja, ihr Schülerchen, das habt ihr nun davon. Und das alles auch nur, weil ihr wohl nicht gerade die Hellsten seid. Und so ein Lehrer, ja, der wird sich rächen, oder glaubt ihr, etwa 1 Stunde mehr Arbeit wird ihn derart freuen, dass er mit 1 nur so um sich schmeißt? Glaubt ihr das? Wäre schön dumm. Ja? Aber deshalb müssen die Lehrer ja nachsitzen. Und so schließt sich der Kreis. Aber es gibt ja noch so viele Kreise. Kreise, Kirchenkreise, Kreisverkehr, Altenkreise, Kreisläufe. Ja, und es gibt auch noch Kreissäle, Stromkreise und den Kreiselkompass. Und all das können wir hier ja nun auch nicht abhandeln. Und so ist wieder Schluss mit dem Dachschadensbericht bis zur nächsten Woche. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, schaffen wir es dann endlich, euch erstmals den Special Dance Remix der Tageswitze aus der Mopo zu präsentieren. Oder auch nicht. Auf alle Fälle werden wir die Nazischweine zum Aussterben auffordern, ne? Habt ihr immer noch nicht gemacht. Bitte, bitte macht das doch. Wir dürfen euch dabei nicht helfen. Das ist einfach strafbar. Ich meine, jetzt werden wir es euch richtig schwer machen. Nicht, dass ihr immer mit mir schon alleine einen optischen Genuss habt. Nein, ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Männer zu Hause Zähne klappernd sitzen, auf ihre Frauen aufpassen, damit die nicht wegrennen. Weil jetzt sind die 2 bestaussehenden Männer in Hamburg jetzt live zu sehen. Ich sag nur eins. Peter und Ehrlich, und wie ist der? Richie Ditschi. Ich weiß nicht, welche Agentur mir den geschickt hat, aber der war billig. Den haben wir gekriegt. Ja, komm einfach, Richie Ditschi, bis erster Fernsehauftritt war, komm, ich führe dich dann zu deinem Platz. Ja, Sie müssen mir natürlich sagen, wo ich sitzen muss. Ja, ich meine, wir haben ihn da vom Blindenverein, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, das ist wahrscheinlich eine blöde Bemerkung gewesen.
möchte mich jetzt schon einmal entschuldigen. Gedankenheck jetzt bei der Tat. Wer Versprecher des Tages gewesen? Mein Gott. Das hat Ditschlag. Meine Altersfalten mit der Brille und ich bin ja nicht blind. Das ist nicht richtig. Nein, also er kann noch. Also er hat jetzt, er hat jetzt so einen sensorgesteuerten Stock. So sieht er mal, wie ein Fernsehstar um seine Karriere kommen kann, ja? Echt so eine unbedachte Äußerung, wenn ich jetzt ihn auch noch mit Hans Rosenthal in Verbindung bringen würde. Das wäre der Skandal komplett. Ich möchte Folgendes sagen. Mich hat einiges gestört. Der Berti Vogts, ein hervorragender Deutscher, ein ganz hervorragender Mann. Sprich einfach darin, mir musst du das nicht erzählen. Ich habe gehört, dass er Angela Merkel heiraten will. Das ist das Erste, was ich also sagen wollte. Ja, weil der auf Extremsex steht. Und nein, es ist eine rassige Blondine. Und ich bitte Sie, bitte, machen Sie keine... Fiesten heißt in seiner Extremsexart. Fiesten! Unseren Berti Vogt, es ist der Bundestrainer unserer Republik. Ich muss das einmal ganz klar sagen, auch wenn ich mir sehr viele Feinde mache. Und ich finde, er ist ein hervorragender Vertreter der deutschen Rasse, Nation. Nein, das war ein Fauxpas, ein Fehltritt sprachlicher Art. Ich meine, passiert nicht nur mir, ja, passiert auch anderen. Er ist 1,68 Meter groß und stattlich. Und ich habe also gehört, wenn der Weltmeister wird, wird Obi ihn eine Fußbank geben, damit er endlich über die Werbebanden rüber gucken kann. Habe ich gehört. Kannst du damit auch was anfangen? Ich mag diesen Mann. Der war im Weltraum. Was sagten Sie eben? Nee, jetzt ein Anrufer. Der kommt aus dem Äther. Ein Anrufer bitte hier in die Sendung live. Hallo Anrufer. Sind das obszöne Anrufe hier? Pass auf, du kannst jetzt die Leute weiter unterhalten. Ich gehe jetzt einfach dort mal in eine klatschen, weil das ist... Es ist mir nämlich nicht klar, ob Sie so ein Institut sind, das Liebesverbindung herstellt zwischen einsamen Menschen. Da? Peter, hörst du mich? Ja, da hast du dort aber Glück gehabt. Ah. Hat die da Glück gehabt? Ja. Dies ist doch nicht so ein Institut, in dem Anrufe stattfinden. Ja, doch, das ist hier Erika Berger. Ja, du alter Mann, halt mal die Klappe. Pass auf, du kannst alles. Du kannst Anrufer hier sein, du kannst männlich sein, aber du kannst nicht meine Gäste beleidigen. Das funktioniert hier nicht. Bin ich eben beleidigt worden? Du alter Mann, hat er zu dir gesagt. Ja, ich bin zwei Jahre älter als Erich Honecker bei seinem Kohlebar. Und die Apotheken machen jetzt mit mir Reklame, weil ich habe ein Haarwuchsmittel genommen, ihr seht das hier. Und ich hatte eine Glatze und jetzt sind hier einige Haare schon. Ich hatte also vorher eine Glatze, da können Sie das sehen. Warte, ich mache noch ein bisschen mehr Licht. Ja, und dieses Haarwuchsmittel hat gewirkt. Ich war also Glatzenträger und werde jetzt bald verwechselt mit dem Bauunternehmer. Der heißt Dr. Schneider. Hallo? Und dann ist die Flasche kaputt gegangen. Dann ist der Bauch so runter, bis hier auf die Füße. Voller Haare, das sieht aus. Hallo, Peter. Ja. Ja, hallo, Peter. Deine Chance jetzt. Na, Mensch, habe ich aber richtig Glück gehabt. Los, rhetorisch, mach uns nieder. Ja, ich habe von vorhin noch eine Frage. Sag mal, du hattest von vorhin so ein Sat1-Ding auf deinem Mikrofon oben drauf. Wo? Hast du da Lizenz für gehabt? Sat1? War dein Interview vorhin? Ey, ich möchte mit diesen Schweinesender nichts zu tun haben, nichts. Hast du da... Du, da laufen Glockenfilme freitags, dann will ich nichts mit zu tun haben. Ich habe gedacht, du wolltest dich da irgendwo reinschummeln oder so. Obwohl, du wärst reif für Sat1. Na, eigentlich schon, eine Stunde lang. Ich würde aber lieber Kabelkanal. Ja, auch gut. Aber sag mir mal, wer ist der Mann neben dir? Dieser äußerst attraktive, gut aussehende 60-Jährige. Lass ihn mal selber reden. Oh, der ist geschleimt. Allen Ernstes, naja, ich bin 1918 geboren. Und ich wirke jünger, als ich bin. Der ist geboren, wo der Kini gestorben ist. Nee, das war früher. Nein, und welche Message hat er? Erich Honecker war ein Zeitgenosse von mir. Ja, aber er ist tot. Welche Message? Ja. Er ist Mann, also ist er. Geil. Kannst du mir folgen? Ja, ciao. Auf Wiedersehen. Nee. Oder wolltest du noch... Nein, ich bin nicht traurig darüber. Bist nicht traurig? Man kann ja das Alter ehren und sich nicht lustig machen. Ich bestehe darauf, dass wir auch jetzt einen vergrößerten Sportplatz bekommen im Seniorenheim, in dem ich wohne. Hallo? Ich bin dort Pförtner im Seniorenheim. Ich habe dort zu bestimmen. Halt mal deinen Mund noch, einen Augenblick, ja? Die Frage, beantworten Sie auch obszöne Fragen, Herr Ehrlich? Nein. Nee, also... Obszöne Art? Nee. Ja, also Ehrlich, nicht Ehrlich. Wie heiße ich? Ehrlich. Ehrlich. Wow. Perfekt. Bist Fan von mir? Ja, klar. Give peace a change. Ja. Groovy, Jazz ist funky. Ey, komm, du sollst nicht Englisch antworten. Jetzt bringst du mich schon wieder Schwulitäten. Hallo, ist der Typ... Du bist hungrig. Ich hab den Typ neben dir mal im Fernsehen gesehen. Ist er Nazis?
Der ist gegen Nazis nicht nur, sondern gegen die Verdummtheit der Menschheit. Ich bin für Nazis. Das ist ein kleiner Dummkopf. Oh, ein ganz kleiner Dummkopf. Trage ich meine Haare offen. Weißt du, wenn dein Vater sich hätte sterilisieren lassen, dann hätte er uns jetzt einen Anruf erspart. Wie ein Blitz und der Sendung einfach eine Peinlichkeit. Hallo? Hallo Anrufer. Hallo, hier ist die SPD, das SPD-Magazin. Ich wollte sagen, dass Ihre Zeitung leider eine Woche später kommt. Macht das was? Wer ist da? SPD-Zeitung. Ist da der Herr Scharping auf dem Titelbild? Jo, okay, wenn das ist, dann einstampfen am besten die Zeitung. Dann wollen wir die nämlich nicht mehr. Bekommst du aber nächste Woche, okay? Ey, bist du auch ein Loser? Ja, natürlich bin ich ein Loser. Dann darfst du jetzt mit ihm reden. Ich finde Scharping einen wunderbaren Mann. Er hat einen geflochtenen Bart. Er ist ein Inselbewohner aus der Karibik und hat sich die Haut bleichen lassen. Mit dem gleichen Mittel wie der bekannte Sänger Michael Jackson heißt er. Michael Jackson. Der mit den Kinderbohren und so, ja? Weißt du, wie ich so meine, ja? Man darf ja den Namen nicht mehr aussprechen von diesem Bubble da. Und der Herr Schröder in Niedersachsen hat nicht das Format unseres Herrn Scharping. Herr Scharping ist ein guter Mann. Nur Kohl gewinnt. Es tut mir für Herrn Kohl leid. Scharping gewinnt die Wahl. Kannst du uns noch folgen, Anrufer? Ach so. Der ist schon weg? Okay. Ja, Politik ist in meiner Sendung nicht immer so erfolgreich. Das ist, ich wollte ja dazu kommen, dass er ein Nackttanzstar war in der Karibik. Er hat vor Touristinnen getanzt. Das ist doch wahr. Er hat halbnackt in einem Tanga getanzt, Herr Scharping. Und er tritt hier als Politiker auf. Bei dieser Partei, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, diese Scharping-Partei. Und der Scharping war ein Nackttänzer. Das ist jetzt rausgekommen. Er hat sich bleichen lassen, die Haut, blondieren lassen, die Haare und sagt, er sei Deutscher. Das ist also eine Tatsache, die ich sage und die hat wirklich, die ist fundiert. Herr Scharping ist nicht aus Rheinland-Pfalz. Hey, wir haben Anrufer. Hey, sprich mal. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hier ist Heinz. Ich hätte mal eine Frage an deinen Kollegen da. An mich? Nein, nicht an dich wieder, sondern an deinen Nebenmann da. Und zwar würde ich ganz gerne mal wissen, was er von der PDS hält, ganz speziell von Gysi. Herr Gysi ist ein Mann, der Deutsch schneller spricht, Durchschnittsbevölkerung. Herr Gysi ist ein ehrlicher kleiner Mann und er ist groß in Geist, er drückt sich gut aus. Und ich habe keinen Bock drauf, und da übrigens ein Glückwunsch an Weizsäcker, man soll die, wenn ihr das also ernst meint, was du mich da fragst jetzt, ja, man soll diesen Gysi... Ja. Ein ganz hervorragender Mann und jetzt kein Hohn, kein Spott. Das ist ein ganz dufter Mann. Und man erzählt immer, wie verbrecherisch das Regime war. Herr Gysi hätte alle Ehre gemacht hier uns. Wir haben sehr viele Politiker bei uns, die sich sehr schämen müssten. Also Gysi für mich gut und PDS. Ja, also ich habe ihn mal in Wedel gesehen und ich war also sehr beeindruckt von diesem Mann. Ja. Und ich bin auch Weizsäckers Meinung und ich fand das ganz toll. Weizsäcker. Ich habe die Erfahrung, da kannst du ihn weiter über Politik unterhalten, ja? Gysi ist gut, er hat einen falschen Vorfahren. Das war jetzt gemein, aber wir haben abgemacht 30 Sekunden und dann kommt die Rede. Mach den nächsten. Hey, hier, jetzt mal kurz, ich muss mal ganz kurz da, was ganz ernst ist, ja? Ey, da habt ihr mir geschrieben, da, ihr aus Harburg, ja? Und auch wenn ihr eine Menge Girlies seid, ja? Ich rufe nur an, wo auch eine Telefonnummer draufsteht. Ist ja logisch, wa? Ist ja schon mal logisch, ja? Und Postfachnummern mag ich überhaupt nicht. Also, du schreibst live deine Telefonnummer, und dann können wir alles andere besprechen, Girlie, du da in Harburg. Nächster Anrufer. Hallo? Bist du Girlie aus Harburg? Nee, bin ich nicht. Bist du Heinz aus Eppendorf? Nee, leider auch nicht. Bist du Klaus aus Harburg? Nee. Wie fandst du Handkamera, Frau Klaus? In Rumpelstilzchen. Was? In Rumpelstilzchen. Na gut, das war nur eine halbe Beleidigung, dafür schmeiße ich dich nicht raus. Also. Das finde ich gut. Dein Thema. Ja, haben wir eigentlich gar nicht. Ja. Siehst du? Gibt immer zwei Gründe für Tod. Jetzt war eben der zweite der Treffer. Hi. Kein Rauschgift, ja? Nein. Okay. Wie geht's dir? Kann ich mal kurz jemanden grüßen? Warte, einen Augenblick, wir müssen den Verstärker ein bisschen lauter machen. Warte, jetzt Grüße. Hallo? Ja, den grüße ich auch, alles klar. Hey. Ja? Siehst heute gut aus, Horst. Hey, Klausi Mausi. Hä? Na,
los, red doch einfach mal. Nicht immer nur geifern und sie hiebern und so. Ja, auch mal reden. Ich rede auch beim Sex. Redest du nie beim Sex? Was? Hä? Bist du gekommen? Noch einmal. Ach, mein Gott, es ist komm. Ich hab's hier wussten. Sex haben wir früher auch gemacht. Ach, als ich jung war. Sex, also Kopulation. Hallo? Warum redet denn der jetzt einfach? Warum? Habt ihr das erlaubt, dass der Anrufer reden darf? Ich denk, der ist überhaupt nicht mehr in der Sendung hier. Super. Hallo? Statement. Ja, hau rein. Ja, hallo. Ein Statement. Ja, hallo, hier ist Ali. Ali? Ja, Ali. Ja, und? Das ist ja noch kein Thema. Ja, wie geht's? Das ist auch kein Thema. Ja, lass mal... Ja, ich habe eine Frage, ne? Wer ist der nette Kollege, der neben dir sitzt? Das ist berühmter Sprachforscher, bin ich. Und du, Ali, bist aus Beirut. Du stammst aus... Nee, falsch. Ist nicht richtig? Nein, fast. Deine... Oh, Moment. Bist du Syrer? Nein, auch nicht richtig. Wir haben da noch 198 Gut, Länder in Auswahl. Ali, ich wollte einen schnellen Tipp wagen. Ich dachte aus Beirut. Ich habe einen Freund, der spricht so wie du. Ganz perfekt Deutsch, aber ich höre es etwas noch zwischen den Zeilen. Bist du noch dran, ja? Ja, ich bin noch dran. Und ich war der Meinung, du sprichst Arabisch von zu Hause aus, von deinen Eltern aus oder Türkisch? Kein Arabisch. Türkisch, ne? Auch kein Türkisch. Israel? Nein, auch kein Hebräisch. Ey, pass auf, Ali, kurz mal einfach ab, du sagst jetzt, wo du herkommst und dann kannst du ja weiter telefonieren, ja? Okay, alles klar, ich komme aus dem Iran. Ja und? Iran. Super! Also. Super! Ali, habe ich Meshed verkauft. Aber ihr seid ja noch nicht mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Ja, wir können gerne über Weltmeisterschaft reden. Ali, es ist nicht gut, wenn du sagst, ihr seid nicht Weltmeisterschaft, ihr seid trotzdem wertvoll für mich. Also. Nein, ich meinte, wir können gerne Meisterschaft reden. Da geht's nur um Herrn Vogts, dieser prächtige Deutsche. Ja? Ja, ja, du weißt. Du, beim alten Fritz hätte er Klohmann werden können wahrscheinlich. In die Lagarde wäre er nie gekommen. Du kriegst eine Majestätsbeleidigung in Deutschland, wenn du gegen Bertie Vogts etwas sagst. Und da lachen wir ein bisschen. Das war auch doof, Spaß. Ali zu erklären, wer der große Fritz war. Das war doof, Ali, war doof. Gegen Bertie Vogts habe ich ja gar nicht. Der ist ja ein netter Mann. Ja, aber du weißt... Intelligenter ist er, genau. Ja. Du, der ist ja vorher immer früher, das weiß ich noch, habe ich mal ein Spiel gesehen, da ist er über die Grasnarbe gegen Pfosten. Echt? Voll mit dem Kopf, das merkt man heute noch. Echt? Wo er noch selber gespielt hat. Ja, der hat ja auch manchmal so eine Zuckanfälle. Es gibt Bewegungen von Händen in Reklame, macht man so, gut. Man macht so dasselbe und kann 3 Monate Gefängnis kriegen. Man macht mit den Händen so oder so. Und dasselbe Zeichen mit der Hand, also so, kann etwas Böses sein in Deutschland und das kann aber auch sein Reklame, das heißt so. Seht ihr das so jetzt? Ja, gut. Also findest du das normal, das was Effenberg gemacht hat? Ey, wenn dieser Mann so macht, dann ist das kein Drama, es gibt schlimmere Sachen. Das ist der Mittelpunkt der Erde quasi gewesen. Und ich meine, was Kuddelsen erst sagte, es ist nicht so dramatisch, wenn ein Mensch so macht mit irgendeinem Teil seines Körpers. Das wollte ich nur sagen euch. Ja. Okay. Hey, aber ich will auch noch mal was sagen. Wenn du nämlich so machst, in England zum Beispiel, dann heißt es, der Tunnel ist frei, wir können durchfahren. Tunnel. Ach so, du kannst durchfahren. Und was ist, wenn man den kleinen Finger und den vierten Finger hochhebt? Ali, wisst ihr was? Für einen Blitz braucht man nur den Daumen. Das heißt Sieg. Nee, das heißt Fick du die. Nee, Fick du. Ah, ich kann diese Worte nicht aussprechen. Faktuell. Victory heißt es, Victory. Und hat mit König Charles zu tun, weil er das nie wehren kann, weil er da in seinem Polo-Club immer mit den Kniescheiben von den Knien zu tun hat. Von den Pferden, meine ich. Das ist ganz dramatisch, der arme Charles. Und ich glaube ja, der musste auch früher seine Mutter mal befriedigen. Das sind ja Sachen... Das sind aber interne Sachen des Hofes. Ja, aber in Deutschland kann man über so eine Schweinesachen schon reden, weil also... Bist du da dran? Ja. Ja, dann sprich doch. Ich bin dran, ne? Ja. Ich wollte auch mal was anderes sagen, ne? Hast du schon im Fernsehen gehört? In 2 Wochen landen Kometen auf dem Jupiter, ne? Ja, und dann muss die Geschichte des Horoskops umgeschrieben werden. Der war doch schon lange tot, Alter. Was? Oh, der Kuchen ist jetzt... Oh, du bist wohl ein Fisch, ey. Ich bin Fisch? Ja. Ich bin das Glück dieser Erde. Ach, wäre das schön, wenn so wäre. Dann erst die Fresse. Mich jetzt alle noch mit dir fressenmäßig. Wahrscheinlich so top aussehend wie ich. Hallo? Macht dir Probleme, wa? Peter? Ja. Hallo, hier ist Stefan aus Horn.
Hi, grüß dich. Du, ich wollte mal was sagen. Und zwar geht es, wenn es okay ist, Altenpflege. Ich wollte nur einen kleinen Aufruf starten. Leute oder an junge Leute, lernt Altenpfleger. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie es ausschaut. Oder junge Leute, wenn ihr nicht Altenpfleger werden könnt, ja, dann macht wenigstens den Führerschein. Das ist eine Sache. Gutes Ding. Nein, das habe ich jetzt wirklich ernst gemeint, weil ich mache es jetzt seit 2 Jahren und es ist echt eine tolle Sache und dieser Beruf, der wird einfach sowas von dermaßen schlecht gemacht, immer noch. Lange. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, du alter Spacken, du machst das doch nur, weil du den alten Oma da hoffst, irgendwie auf einen Erbvertrag raufzukommen. Sei doch mal ehrlich jetzt. Kannst du doch ruhig sagen. Das kann doch nicht schön sein, den Arsch abzuwischen. Das kann doch nicht schön sein. Ja, man wischt ja nicht nur den Arsch ab. Das ist es ja nicht. Das ist es ja eben. Siehst du, Peter? Musst du auch aus der Neuen Post und aus der Heim und Welt vorlesen? Da, bitte? Ja, aus der Neuen Post musst du da immer vorlesen, die ganzen Königsgeschichten. Ja, sowas. Aber das macht Laune, echt. Ja, da erfährst du ja auch eine ganze Menge, wa? Ja, klar. Aber ja, selbst gebildet. Das macht total Laune. Also ich wollte es echt nochmal sagen, weil das ist wirklich eine tolle Sache, wenn die jungen Leute das machen. Es ist wirklich nicht nur mit Arsch abwischen getan, sondern die alten Leute, die freuen sich so dermaßen, wenn jemand dabei bleibt irgendwie und das macht. Und es wird auch so schlecht gar nicht bezahlt. Alter, sag mal, kriegst du netto? Ich krieg netto so um die 2-3. Das ist eigentlich ganz okay. Und, hast du Familie zu ernähren? Nee, nicht. Noch nicht. Jetzt sag mal ehrlich, hast du keine eigene Oma, wa? Noch nicht. Mal sehen, vielleicht kann ich ja noch was abstauben. Ist Mühe. Klar. Ne? Ey, hat Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Ja, hat mich kreativ angeregt. Alles klar. Und? Schönen Abend noch. Gib mir 5 DG, einfach jetzt mal. Pass auf, ist toll, der Mann. Ja, war lieb. Gut. Doch, man soll ruhig. War ein Erbschleicher, aber egal. Auch ja, Erbschleicher haben Chancen. Aber er war ein netter Erbschleicher. Ja, doch schon. War ein ja Anrufer. Nicht. War ja nett. Hallo. Kein Thema. Eine Frage, der Typ da rechts neben, der hatte nicht auch mal selbst irgendwie Sendung auf dem offenen Kanal gemacht? Ja, auch schon, ja. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe Sprechunterricht gegeben, Deutsch und Rheinländisch und Berlinerisch, also die Dialekte der Deutschen verglichen. Ne? Das habe ich schon. Bornbeckisch und Luchesisch. Ich bin aus Bornbeck, ich bin kein Hamburger. Also das vergleichende Sprechverhalten der Deutschen, die sich als Volk der Dichter und Denker bezeichnen, und das habe ich mal zum Gegenstand gemacht einer kleinen Sendung. Hat er auf dem Affenfelsen bei Hagenbeck, hat er immer gelehrt. Nee, ich finde das interessant. Die Anrufer sprechen so verschieden. Bist du noch dran? Ja. Interessiert dich unsere Sendung überhaupt? Ja, mal was anderes, ne? Ey, tust du mir in dir fallen? Nee. Nimm deine Fernbedienung und switch weiter, du Arsch. Oh, war das süß. Mein Gott. War das süß. Ich höre auf mit diesem Telefonieren. Ich schwöre euch. Ich werde euch jetzt all vorführen, dass ihr da draußen, ihr seid alle doof. Und damit ihr auch das beweisen könnt, dass ihr doof seid, kommt ihr morgen um 11 Uhr in die Spitaler Straße. Und da werdet ihr von mir gefilmt. Und dann können wir das beweisen. Ihr seid einfach nur... Hey, Peter! Dein Thema. Peter. Sprich! Ja! Was hältst du von St. Pauli? Ich meine die Mannschaft. Ja, es ist klasse da. Die Mannschaft in der Herbergstraße da, ich kenne die ja schon länger. Wir sehen uns immer in den Schaufenstern und so. Die Mannschaft meinst du noch? Nein, ich meinte die 11. Ja, die sind 11. Nummer 11, ja, Hausnummer 11. Ja, genau. Ja, das ist ein Domina-Studio. Oh, da bist du auch bei der oft. Du, St. Pauli ist wie Sadomaso, weißt du das? Ja, genau. Du, wenn da so eine Flanke in den Strafraum drin fliegt, dann schweige ich dran da denke, dass dein Tom vorne im Tor steht, ja? Oh, ach, hier, du meinst Kollerforde. Was? Du meinst Kollerforde. Ey, komm, keine bösen Sachen hier, ja? Nee, böse ist das ja auch nicht gemeint. Also, willst du, dass die aufsteigen? Nee, ich will jetzt keine Hand aufs Herz, ehrlich. Eine andere Frage, okay. Willst hier, du mit ihm reden? Ja, mal mit Ritchie hier. Mit Ritchie, sehr gut erkannt. Gut. Ritchie, wie geht's dir? Ich muss sagen, gut, wenn man so lustig ist wie ich, immer gut. Aber heute hat mir die Sonne so zum Schaffen gemacht. Das sieht man dir auch richtig an, dass die Sonne dich verlassen hat. Wörtlich, die Sonne. Du, hast du noch eine Frage speziell? Also, bist du im Leben zufrieden, beruflich, familiär? Ja, bin ich. Ja? Bist du 24 Jahre alt? Nein, 35. Im Ernst? Im Ernst. Jüngere Stimme. Heute komme ich mit meinen guten Checks nicht durch. Ich habe erst auch falsch geschätzt. Also du, pass auf, mit 35 hast du eine sehr junge Stimme. Ja. Und sympathisch. Hey, soll er zum Gesundheitstest gehen? Nein, er kann Berufstelefonist werden für eine Werbefirma oder sowas. Eine Werbefirma, genau. Ja, Teppich rein, ja. Es gibt Stimmen, die nicht gut ankommen. Wenn du dich bei Werbeleuten bewirbst, dann wird man dich wahrscheinlich, wenn du ein Band deiner Stimme bringst, in die engere Wahl ziehen. Der beste Sprecher hier, der Herr, wie heißt er eigentlich hier? Ehrlich?
Wehrlich. Wehrlich. Wehrlich, ja. Peter Wehrlich. Peter Wehrlich, ehrlich, und ehrlich. Der ist für mich einer mit der Lederjacke aus dem Abschaum wie ich, der aber das Deutsche gut spricht. Und darum, Abschaummenschen sammle ich um mich, um eine Gegenaktion zu starten gegen die abgehobenen Feinleute mit dem abgespreizten kleinen Finger beim Tee trinken. Und ich bin dafür, dass auch aus dem Abschaum, also ich habe keine Schulbildung, ich bin tätowiert. Das ist ja nicht schlimm. Ja, und ich meine damit, er hier und ich sind die Vertreter des Abschaums, das heißt Englisch Vornehmer, Scum of the Earth. Wir sind aus dem Abschaum der Bevölkerung, während der kleine Charles zu seiner Mami sagt, guck mal Mami, die Idioten am Palast winken zurück. Sagt sie, Charles, we mustn't sail. Das sind unsere Untertanen. Ey, ganz kurz. Du, wir beide sind Abschaum. Ja, Abschaum. Und in Berlin heißt Abschaum nicht Abschaum, sondern Schüttelsperma. Ja, wir sind Esel ja Laub verloren. Ne? Ja. Also jetzt Sperma von, Entschuldigung, dein Vater. Das ist nur meine Sendung, wo du immer reinquatscht. Ja. Ja, also, nee, ich habe ja nur gesagt, er will wissen, ob das Sperma vom Schüttel, wie heißt das? Schüttelsperma. Schüttelsperma. Ich kenne nur Almdudler, das sperrt mich. Ja. Ey, du bist ja echt kreativ, Alter. Sperma ist ein Ausdruck, der gebraucht werden darf, auch im medizinischen, biologischen Bereich. Also das Sperma ist die Vorform des Menschen. Ach so. Bevor sie also mit der weiblichen Eizelle sich verbinden könnte, ja, vielleicht. Oder ja, so. Population. Nicht immer dieses Wort aus dem Sport. So rauf und runter. Also ich muss heute mal ganz ehrlich sagen, das ist heute eine lehrreiche Sendung für euch. Ja, ich wäre auch schon fürchterlich aufgeklärt jetzt. Ich will nur von Herrn Ehrlich meine Gage, mehr will ich nicht. Ich gebe meine Antworten. Denn? Wenn ihr Antworten kriegt von mir, habe ich meine Gage verdient. Ja, nimm doch die Frau mit, habe ich dir doch gesagt. Nein, nimm sie! Nein, ich bin verheiratet, das geht immer nicht. Wieder. Das kann ich nicht machen. Mit dieser 19-jährigen Thailänderin. Nein, das mache ich nicht. Den Katalog bestellen war scheiße, muss ich dir so einen Sommer sagen, ja? Du kannst mit einer Thailänderin nicht Bundespräsident werden, das geht überhaupt nicht. Ja, Moment, das war nur die Haarfarbe, die hätte ich ja blondieren aber lassen aber das können. War eine taubstumme Thailänderin, das war doof, ja? Die hätte sich ja noch nicht mal verbal wehren können. Wir haben hier ein Mikro und einen Sender eingebaut, sie hätte in Deutsch antworten können. Ja, mit Stromstößen, aber darauf hast du ja nicht gestanden. Ich habe gesagt, dass die Thailänderin blondiert wird, dann sieht sie aus wie eine Deutsche. Die thailändische Deutsche. Warum hast du jetzt eine Thailänderin hier überhaupt eingeführt? Wir haben abgemacht, darüber reden wir hier nicht. Thailänderinnen sind ja auch Menschen. Das habe ich jetzt gelesen in einer Zeitung aus München. Du bist noch dran? Ja, nächste Mal wieder. War schon nett. Ey, tut mir leid, ich muss jetzt nicht einfach mal so anmachen. Ist. Ich habe die Thailänderin ja als Frau ernst zu nehmen. Ich kann ja nicht hallo? Sagen. Richie? Ja? Ich habe mal eine Frage, du hast doch bestimmt einen Sohn, ne? Kann das sein, dass er Hulk Hogan heißt? Das ist mein jüngerer Bruder, der Hulk Hogan. Ja, ich habe das nämlich schon gemerkt. Wegen Yokozuma ist sein Sohn. Aber, hör mal, flachs mich nicht mit Hulk Hogan, der ist wirklich über 40. Und ich bin wesentlich älter als er, aber er macht's gut, ne? Ja. Nur schädlich mit seiner Haut übrigens. Ja, und dann wollte ich nochmal Peter was fragen. Oh ja, hier, ich mach recht. Peter, wie kriegt man so gelbe Zähne, wie kommt das? Du, damit ich dich besser hören kann. Im Ernst, ja? Hast du voll Bock drauf? Ey, willst du mal meine angeschwollene Mandeln? Komm mal her. Nee, lass mal, dann krieg ich bestimmt noch AIDS oder so. Oh, lecker, lecker. Hast du voll Bock drauf? Nee, ich bin doch nicht so drauf. Ich bin doch nicht so schwul wie du. Nee. Ja, er hat jetzt eine 100.000 Dollar Klage. Er klagt gegen eine Firma, die ihm Schokolade verkauft hat. Ja. Ja, ohne Spaß. Und gegen meine Mutter, weil die mich immer gezwungen hat. Esst das. Jetzt ist die lila Kuh, selbst die ist umgefallen. Die kommt aus England und hat BSE, ja. Und da hat die da Zocknuchte und da kam der Lillisbär, ja. Und der ist vom Jäger abgeschossen worden. Ganz blöde Geschichten, sagt er, ja. Und der Biber, der in dem schönen Bach da mit der Zahnpasta, ja. Wisst ihr, was der hat? Nee. Was? Könntest du jetzt vorschlagen? Könntest du jetzt mal... Du könntest den Gag jetzt abschließen. Biberwahnsinn, oder? Kannst du oder kannst du nicht? Nee, ich geb's zu Richie rüber. Oh, gut. Ist doch lieb. Findest lieb. Frankie, noch. Ach! Noch. Mein Gott, das sieht heute so topmäßig aus und dann nur so eine schwachköpfigen Idioten. Ist doch aber gut. Sie sind ach, die sind überhaupt alle Schwachköpfe. Die verehren dich. Ach, das sind ich habe mal beobachtet, dass sich junge Leute verehren. Sei mir nicht böse jetzt. Ja, aber diese 13-jährigen Schulkinder. Was? Machen wir ein bisschen Pause. Du bist eine Frau? Ja. Und möchtest bestimmt nur mit mir sprechen? Genau. Genau so sieht's aus. Deine Chance jetzt. Also hab mir schon zweimal versucht und zwar bin ich Silvia, falls du dich noch dran erinnerst. Du bist die Silvia. Mhm. Silvia war eigentlich eine Erfahrung, die ich hätte lieber nicht machen wollen. Oder ist das eine andere Silvia? Ja. Bist du die Silvia, die sich bewegt hat und ich habe gedacht, ich habe ihr wehtan? Oder bist du die Silvia, die gesagt hat, du bist der beste Liebhaber der Welt?
Nicht von den beiden. Du bist keine von den beiden? Nein. Ich nehme auch drei, bewerb dich. Das war mir nicht mehr ein Stil, wo schon mal versucht hat, nach der Sendung anzurufen. Da kam ich aber durch. Ich verstehe Sie ein bisschen zu wenig. Ich verstehe dich ein bisschen wenig. Kannst du lauter reden? Ja. Ja, guck mal, jetzt geht's. Gut. Von Schweden an. Du, da dürfen wir lieber im Sex reden, dann müsstest du immer brüllen, das ist blöde. Also los, dein Thema. Ja, mein Thema. Erstens mal habe ich den da gerade mitgekriegt, von wegen mit deinen gelben Zehen. Und? Da musst du mal den Dagat nehmen. Meinst du? Ja. Gut, nächster Tipp. Und dann ist meine Frage, und zwar, ob das der Vater von Hulk Hogan ist neben dir. Du bist so doof, ja. Aber du hast jetzt die ganze Zeit am Telefon gesessen und du konntest nicht hören, was der Vorgänger gebracht hat, wa? Richtig. Ey, guck mal, das war ein Massengag mit Hulk Hogan, ja? Das sind die Gags, die Idioten einfallen, ja? Warum? Und fallen geniale Texte ein, ja? Warum? Weißt du, was du zum Beispiel bist? Na? Du bist eine alte, kleine, doofe Schabracke. Und weißt du, und nicht mehr würdig, mit mir zu sprechen. Einfach nicht mehr würdig. Also, mit welcher Coolness. Ich jetzt in letzter Zeit mit Frauen um hier, finde ich. Ey, Peter, hier ist Karl Hamburg. Dein Thema. Ich weiß, was der Biber aus der Zahnpasta-Werbung hat. Ja. Haarausfall. Ha. Und? Ja. Was hat er? Haarausfall. Und du hast einen Sprachfehler, sagst ein zweimal. Ruckzuck, wa? Ditschi, jetzt immer ganz für dich alleine. Ich bin dafür. Einfach mal, ohne Blitz. Ich bin dafür, dass du nicht, oder ich bin dagegen, dass du morgen, was soll ich denn machen? Du bist derjenige, der den nächsten rausschmeißen kann. Hier unten. Und den roten, da ist ein roter Punkt. Ja, gut, kann ich sehen. Und wenn in der Spitaler Straße ein Menschenauflauf stattfindet, nein, der ehrlich macht die Spitaler Straße zu, ja was? Du gehörst doch schon in die Kiste, das ist ja unverantwortlich. Ja. Geh weg, du alter Renner, du Opa, du scheiß Alkogen! Du scheiß Alkogen, ach, hab ich falsch gemacht? Gut, es kann noch ein Anrufer sich melden hier, oder bekommst du das Ding ja zurück? Hallo, du kleiner Pisser. Was? Du bist ein Pisser. Wer? Du Pisser im Öf, du kleiner ich? Sack. Ich? Weißt du? Ja, nicht mal machen, weißt du, so die Kamera von unten, geh mal runter, Duffy, jetzt, ja? Und dann einfach ganz mutig das Ding rausholen, ja? Und einfach reinstreuen in die Kamera, das wäre ein Traum! Und alleine, wenn ihr das Fernsehen, wo du bei euch dann aus den Seiten rausfließt, ja? Und dann könnt ihr auch meine Bisse noch riechen, oh, das ist extrem sex. Wir nehmen im Deutschen aber doch Urin, ein Glas Urin, man kann nicht sagen Pisse, das ist berlinerisch. Pisse. Ja, Pissoir, wo man dasselbe macht, aber Pisse. Pipi, Mama hat immer Pipi gesagt. Mama ist so eine Geschichte für sich, die sollte ich mal vielleicht in Ruhe erzählen. In einer der nächsten Sendungen. Hallo Anrufer. Hallo. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Du, ja, Frau, du? Ja, genau. Noch lauter? Ja. Noch lauter? Ja, so ist gut. Okay, also ich habe mal eine Frage an dich. An mich? Ja, genau. Und zwar wollte ich dich mal fragen, ob du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Ja. Und was? Blöd. Ich bin blöd. Du hast 3 Jahre gelernt, erst war ich behämmert, jetzt bin ich blöd. Nee, war jetzt ganz mal ernst. Ich suche nämlich... Und Traumziel ist, beknackt zu werden. Wie bitte? Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Und mein Traum ist, beknackt zu werden. Ja, finde ich auch. Wollen wir das nicht zusammen machen? Zusammen beknacken. Ja, das ist doch echt nicht. Ja, ihr beknackt euch beide so süß. Ey, ich würde dich gerne mal knacken, aber das ist jetzt nur mal so am Rande. Bitte, Herr Ehrlich, echt? Bitte. Das war nah an dem... Ey, pass mal auf, was du sich unter Knacken vorstellen. Ich stelle mal zum Beispiel Nüsse knacken. Ja, ich auch. Jetzt sind aber Nüsse, könnten auch Eier sein. Eierknacker. Ist also auch wieder zweideutig. Mhm. Würdest du mich dann auch gerne mal knacken? Na klar. Sag deine Telefonnummer jetzt einfach über den Sender. Nee, aber ich kann dir meinen Namen sagen. Oh ja. Ashley. Ashley? Mhm. Kommst du aus Amerika? Nein. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Deutschland. Du bist eine deutsche Ashley? Ja. Ashley Park. Kennst du Ashley Park? Ist eine CD von Prinz. Nee, kenn ich nicht. Ah nee, die ist Paisley Park. Haha, ich wollte dich nur mal testen. Hast du noch mehr Bock auf mich? Na klar, immer noch du. Ashley, hast du meine Adresse schon mal gesehen? Ja. Hast du sie aufgeschrieben? Ja, na klar, sofort. Und dann verpiss dich, dann schreib mir. Ciao. Hey, gefreut.
Wer bist du? Hey, Peter, hier ist Matthias. Matthias, machst du deinen Fernseher ein Tick leiser? Klar, geht sofort los. Okay, nimm dein Telefon in die Hand. Du, ich wollte nur mal... Telefon in die Hand? Ja. Was hast du denn mit der anderen Hand gerade vor? Damit hatte ich die Zigarette. Wie ist dein Name? Matthias, hab ich schon gefragt. Du bist es! Du musst mit ihm sprechen. Ja. Matthias. Didani, wie heißt du? Richie. Ja. Du, was du da machst, finde ich gar nicht schlecht. Und ich wollte Peter eigentlich nur fragen, ob ich nicht nächste Woche vorbeikommen kann. Und was wolltest du hier? Ja, einfach so mit den Leuten absülzen. Das würde absülzen. Mir auch noch und fehlen, ja? Blitzen will ich. Der zahlt gut. Der zahlt gut hier. Echt, Alter? Das würde mir auch noch fehlen, wenn du deine Schwester vorbeischickst, vielleicht. Dich ja, die hat ungefähr dein Alter, Dieter. Ey, ich rede, dann will ich auch im Bild sein, ja? Ich rede, ja? Jetzt. Bin ich alt, ey? Überhaupt nicht, ja? Ey, Peter, locker bleiben. Ich bin doch locker. Ja gut, pass auf, ich komme nächste Woche vorbei und blitz ein bisschen für dich. Ey, wisst ihr, wer nächste Woche mein Gast ist? Na, verrät's doch mir. King Rocco Schamoni. Oh, scheiße. Kann und der Reverend. Und wisst ihr, was wir im nächsten Mal sind? Das erste Mal werden wir das versuchen, haben wir noch nie gemacht. Wir werden versuchen, ein bisschen prollig zu sein. So wie Proleten. Ach, ja, so. Nee, Moment. Für einfache Leute heißt das. Meine Frau hat gesagt, ganz einfache Leute. Ja, Proleten. Ey, alle Bombeck. Ja, alle Bombeck. Ja, voll geil, Peter. Was? Voll geil mit Bombeck. Hast du wohl Bock drauf? Ja, klar. Ey, aber mal ein Thema jetzt hier von mir. Leg mal auf jetzt. Die Hälften von Drogenpolitik, du. Meine Mutter hat einen Kreislauf gehabt mit 92. Vom Doktor. Von der AOK, verstehst du? Und ich habe keinen Kreislauf gekriegt. Von der Hitze. Sonst sagt der Arzt, du musst bei der OK, kriegst du, so musst du mal rumrennen. Kreisen laufen von der Hitze. Du kommst gleich wieder an die Herz-Lungen-Maschine. Nee, das war nicht mein Thema, ey. Ja, ja. Thema ist gut, den kenne ich. Was? Ich wollte ja euch ein Thema fragen. Ey, du wolltest uns ein Thema fragen. Das war eine Frage, die du es nicht so stellen dürfen. Weil ja, du nämlich feiner Deutsch unheimlich beknackt. Mein Schwager hat oben Kartett. So macht man das in Barmig, mit Thema fragen. Ja gut, dann sag mal dein Thema. Was hältst du von der Drogenpolitik jetzt und so, dass das alles locker werden soll? Lass deine Hände mein Schwager hat ein Atom. Lass deine Hände von der Rauschgifte. Open Kadett. Wenn ihr nicht so enden wollt wie Ditschi, lass deine Hände von der Rauschgifte. Ich nehme keine Drogen mehr. Ja, mehr. Das war sein Problem von damals. Von Stammheim habe ich keine Drogen mehr genommen. Oh, das Kokain. Mehr. Ich habe keine Nasenlöcher. Ah. Das sieht noch so aus. Ja, ein bisschen Koks ist doch gar nicht schlecht. Haben wir doch mit Maradona gesehen, Mann. Ey, Alter! Tschüss! Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Wir zeigen uns noch mal immer in unserer vollen Stattlichkeit. Pass mal auf, ich bin so groß. Moment, und jetzt das berühmte Lied. Freunde fürs Leben, das sind wir heute. Fürs Leben. Deutschland vor. Noch ein Tor. Ein Tor. Deutschland. Rudi. Berti Vogt. Ach so, eins noch. Ich will das Abschlusswort haben. Es hat sich nichts geändert. Ihr könnt uns nach wie vor... Der Berti Vogt, sag doch von Berti. Bitte. Am Berti lecken. Nein, Berti. Mal lieb, Junge. Mal lieb.